ich mich vorstellen, möchte ich gerne mit dem Motto von der Serraneo starten. Und das ist Motivation Matters. Und das bedeutet für mich persönlich einfach, dass ich Mitarbeiter aktiv dazu bringen möchte, eine Möglichkeit geben möchte, sich aktiv mit dem Thema Qualität zu beschäftigen. Daraus auch etwas für sich zu nehmen und einfach die Situation oder Arbeitssituation auch verbessern zu können. Das kann ein sehr, sehr kleiner Schritt für das gesamte Unternehmen bedeuten, aber kann für Mitarbeiter was unglaublich Großes bedeuten. Und da Teil davon sein zu können, motiviert mich sehr. Ich bin Victoria und arbeite in der Serraneo als Qualitätsmanagerin und noch als Executive Assistant. Die Serraneo ist eine Klinik für die Neurorehabilitation. Das heißt, wir behandeln Patienten mit neurologischen Krankheitsbildern, sei es Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma oder auch Rückenmarksverletzungen. Die Serraneo hat 2013 das erste Mal die Türen für Patienten geöffnet mit damals 16 Mitarbeitern. Und heute sind wir bei 83 Personen. Das heißt, es hat ein sehr, sehr schnelles Wachstum stattgefunden. Das Management ist dann auf mich zugekommen, weil sie sich zertifizieren lassen wollten, um den Herausforderungen durch ein gutes Qualitätsmanagementsystem entgegenstehen zu können. Und aus dem Aspekt heraus habe ich gesagt, ich nehme die Herausforderung sehr gerne an, möchte aber eine fundierte Ausbildung im Hintergrund haben, um das doch große Aufgabengebiet auch bewältigen zu können. Und so bin ich auf den NDS gestoßen. Wir haben uns dann erfolgreich zertifizieren können im März 2019 nach ISO 9001:2015. Das heißt, erster Mammutschritt erledigt, wir sind zertifiziert und jetzt das Ganze erlebbar zu machen. Durch den Einbezug von den Mitarbeitern, durch Meetings, wo sie teilnehmen können und aktiv sich auch beteiligen sollen und auch hoffentlich wollen. Qualität ist etwas, was jeden Einzelnen von uns angeht und nicht etwas, was nur oben im Management angesiedelt ist. Und dadurch, wenn ich die Mitarbeiter mit einbeziehe, dass sie die Fachexperten in ihrem Bereich sind, kann ich sicherstellen, dass ich Arbeitsabläufe optimieren kann und kann aber auch Verbesserungen für Patienten erreichen. Ich habe das Studium gemacht, wo wir gesagt haben, wir wollen uns zertifizieren lassen. Und da haben mich die Module auch sehr unterstützt, weil es sehr breit gefächert ist, sehr viele Aspekte abgebildet werden im NDS. Und ich habe eigentlich eine grüne Wiese vor mir gehabt und habe super Module übernehmen können. Wir haben sehr viele Gruppenarbeiten gehabt, wo das durchgespielt worden ist. Das heißt, ich habe mein eigenes Unternehmen einbringen können, habe das in unterschiedlichsten Branchen sehr, sehr gute und wertvolle Tipps auch bekommen und habe das dann so auch umsetzen können. Und deswegen finde ich, war das ein sehr, sehr gutes Gesamtbild und Paket, was mir persönlich jetzt der NDS gebracht hat.